Herzlich willkommen zu Teil 6 in unserer Serie Gesunde Verdauung. Heute geht es in den Magen, nein, heute geht es aus dem Magen in den Dünndarm. Und in dem Dünndarm gibt es Zugangswege, nämlich die Leber und die Bauchspeicheldrüse. Und dieser Dünndarm beginnt mit dem Zwölffingerdarm. Und das soll heute das Kernthema unseres Vortrags sein. Also, wir kommen aus dem Magen, hier mittendrin, in den Zwölffingerdarm hinein und aus dem sauren Magen muss plötzlich ein basischer pH von optimal 8,4 im Zwölffingerdarm entstehen. Wie geht das? Wenn wir eine gute Verdauung oder Vorverdauung im Magen gehabt haben und ausreichend Magensäure dabei haben, dann haben wir einen Speisebrei, der ungefähr einen pH-Wert von 2 hat. Fruchtsaft, nur mal so zum Vergleich, hat einen pH-Wert von 3, Salzsäure hat einen von 1. Jetzt müssen wir auf 8,4 kommen. Das Ganze ist so eine Art Exponentialfunktion und wir erinnern uns auf diesen pH-Streifen, der geht ja von 0 bis 14, ist in der Mitte 7 neutral. Und da müssen wir drüber hinweg. Wenn wir also 10 hoch 10, also von 7 auf 6, auf 5, auf 4, auf 3, auf 2 gehen, haben wir 6. Jetzt müssen wir aber auch noch rüber auf 8, macht 7 und ein halb macht also fast 8, 10 hoch 8. 10 mal 10 sind 10, mal 10 sind 1000, mal 10 sind 10.000, mal 10 sind 100.000, mal 10 sind 1 Million, mal 10 sind 10 Millionen, mal 10 sind 1 Milliarde. Moleküle, die sozusagen als Hydroxylanion, also als OH-, etwas, was vorher sauer war, pH, Potentia Hydrogenii, ins Basische bringen sollen. Wenn ich also jetzt einen guten, niedrigen pH-Wert von 2 habe, muss ich unheimlich viel Leistung meiner Bauchspeicheldrüse abfordern, um diesen pH-Wert einzustellen. Das ist aber auch gut so, weil ich dann nämlich auch genügend Verdauungsenzym, also Amylase, Lipase und Protease, also Spaltung von Kohlenhydraten, von Fetten und von Eiweißen dazu bekomme. Wenn ich jetzt einen Protonenpumpenhemmer genommen habe, der also die Bildung des pH-Werts auf 2 nahezu verhindert und ihn auf 5 einstellt oder ich habe irgendwelche Magensäurebinder genommen, dann kommt quasi ein relativ wenig saurer pH-saurer Speisebrei in den Zwölffingerdarm. Nehmen wir mal an, wir kommen von pH 5. Von pH 5 auf 6, auf 7, auf 8 macht 4. 10 mal 10 sind 100, mal 10 sind 1000, mal 10 sind 10.000 Moleküle. Und vorher hatten Sie, Sie erinnern sich, 1 Milliarde. Da können Sie sich vorstellen, wenn die Bauchspeicheldrüse so sanft angetickert wird, doch ein bisschen Verdauung zu machen, Sie die Dinge, die Sie verdauen sollen, eben nicht richtig verdauen und dass diese Dinge in einem weniger gut verdauten Zustand tiefere Darmabschnitte erreichen und dort, hey, Party von anderen Bakterien, weiter nachverdaut werden und es entsteht Histamin und andere biogene Amine oder auch Fuselalkohole oder so etwas. Alles Dinge, die wir nicht wollen. Daher ist es wichtig, dass wir eben vernünftig mit dem Salzsäureanteil im Magen vorverdauen und dass wir genügend Verdauungsenzym aus der Bauchspeicheldrüse dazugeben. Die Bauchspeicheldrüse teilt sich den Weg in den Zwölffingerdarm zusammen mit dem Gallengang. Der Gallengang kommt aus der Gallenblase und in die Gallenblase kommt die Galle aus der Leber. Die Gallensäure, die in dieser Galle nur gelagert wird, hat die Aufgabe, die Fette, die wir essen, zu emulgieren. Quasi ihr Spüli im Essen. Um sicherzustellen, dass sie viele kleine Fettmolekülchen haben, die dann letztendlich über die Chylomikron, das ist so eine kleine Abkapselung, dann über die Darmwand aufgenommen werden können und über die Lymphbahnen letztendlich ins Blut kommen. Wenn wir nun nicht genügend Bauchspeicheldrüsenfunktion haben, was ja, wie wir aus der Tierforschung, eigentlich aus der Masttierhaltung wissen, sehr schnell passiert, wenn wir zum Beispiel kein Zink dabei haben, dann hat man nämlich Versuche an Ferkeln, hat man jeden Tag ein bisschen weniger Zink gegeben, musste man den Versuch an Tag 8 abbrechen, weil dann wären diese Tiere nicht mehr zu retten gewesen. Was passiert? Im ersten Moment kriegen die Herzrhythmusstörung. Nächsten Tag sagt sich das Schwein, ist vielleicht doch nicht so gut mit den Herzrhythmusstörungen. Dann lass uns doch mal gucken, wo können wir den Zink einsparen. Und dann sparen sie das an der Bauchspeicheldrüsenfunktion, an der Nierenfunktion und an der Leberfunktion ein.
Also wir verdauen nicht mehr richtig und wir scheiden nicht mehr die richtigen Gifte aus. Und wenn wir nicht mehr richtig verdauen, können wir, selbst wenn wir das Richtige essen, nur sehr schwer an das, was da drin ist, drankommen. Das heißt, die Katze beißt sich in den Schwanz oder das Ferkel in das Ringelschwänzchen. Auf jeden Fall, nach 8 Tagen musste Zink isoliert dazugegeben werden, um dieses Tier zu retten. Und das bedeutet, dass wenn wir irgendetwas tun, was die Verdauung einschränkt, trotz ausreichend gegessenen Zinks in unserem Essen an selbiges nicht rankommen und dann trotz eines guten, ausgewerteten Verzehrprotokolls am Ende im Labor nicht das finden, was eigentlich drin war. Damit solche Dinge individualmedizinisch für Sie eine richtige Lösung finden, macht es Sinn, dass man immer beide Dinge untersucht. Sowohl ein vernünftiges Verzehrprotokoll als auch eine vernünftige Laboruntersuchung, wo man sich sowohl um die Vollblutmineral- als auch um die Serumwerte kümmert. Vollblut ist etwa das, was Sie auf dem Konto haben, und Serum ist das, was Sie im Portemonnaie haben. Und deswegen gehört dann nachher in die Therapie auch, wenn jemand in die Wüste geht und dort verdurstet, nicht, hey, wieso gehst du eigentlich ohne Wasser in die Wüste, sondern man labt ihn zuerst, man gibt ihm die Dinge, die notwendig sind, man holt ihn aus dieser Nummer heraus und schaut dann, ob die körpereigenen Funktionen im Rahmen der Regeneration besser werden, ob sie wieder auf die Selbstständigkeit zurückkommen oder ob sie eben doch aufgrund ihrer Veranlagung lebenslang gewisse Mengen an Substanzen zu sich nehmen müssen, gesondert, um eine optimale Funktionalität zu haben. Das, denke ich, reicht für heute erstmal für den Bereich Dünndarm, Zwölffingerdarm, Thema Verdauung. Wir sind aber noch nicht raus aus dem Zwölffingerdarm, da passiert noch eine ganze Reihe mehr und darüber erzähle ich nächste Woche.